Stehen wir jetzt wieder ganz unten? Wo sind wir? Ja. Hilfe! Ich meine, es ist lustig, hier so rumzuschaukeln. Ob ich das in echt machen würde, weiß ich nicht. Boah, da habe ich immer so Angst, wenn ich da runterspringe. Nein. Das Gute ist, wenn man hier runterfällt, man kommt wieder hoch. Man rutscht nicht ganz runter, wenn man sich nicht zu blöd anstellt. Gut. So, jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt müssen wir hier oben. So, jetzt muss ich im richtigen Moment die tätschen. Ah! Scheiße! Nein! Da war der scheiß Felsen, der hat mich da weggedrückt. Wir waren schon perfekt, da kam der Fels, hat uns weggedrückt und dann... Ah, scheiße. Leute, okay, das braucht ein bisschen, auch wenn es Spaß macht, aber ja. Ich sollte mich vielleicht einmal ein bisschen konzentrieren, dann sollte das auch ein bisschen besser gehen. Oh, Moment. Kann ich hier auch irgendwie wieder entgrabbeln? Nee, da oben. Doch, da. Ha! Nur der Profi-Gamer macht das, indem er hier schon alles überspringt einfach. Dafür braucht man Skill, Talent und ganz viel. Ja, man muss die Map auswendig kennen, ne? Man muss sie auswendig kennen, sonst geht es gar nicht. Und ich kenne sie natürlich auswendig. Ich habe nichts Besseres zu tun in meiner Zeit, als eine Map auswendig zu lernen, ja. Und Need for Speed 1. Ich weiß nicht, ob das einer, also Most Wanted. Ich weiß nicht, ob das einer von euch auch großartig gespielt hat, aber ich kannte die Map wirklich eigentlich fast auswendig. Die war nämlich nicht so groß und deswegen da hatte ich nämlich hier auf die Seite. Hier. So, ah, so haben wir es aber gut geschafft. Okay. Aha, glühende Kohlen. Auf jeden Fall kannte ich die Map ziemlich auswendig eigentlich. Und das war eigentlich auch ganz cool. Das hatte ich so eigentlich bei... Ja, ich stehe jetzt hier drauf. Okay, und es ist ziemlich dunkel. Hallo, kannst du ihn nicht ein bisschen heller machen? Vielleicht sollte ich ein bisschen den Gamma-Wert hochschrauben. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell machen kann. Master Volume? Nee. Interface? Video? Nee. Keyboard, Resume. Nee, sehe ich jetzt nicht so schnell. Dann müssen wir es halt so lassen. So. Ah, hier sind wir jetzt angekommen. Bei unseren Drogenentzugsleuten. Hallo? Also ich meine schon, aber wie komme ich da jetzt rein? Kann ich das kaputt machen? Das sieht mir nicht so aus, als komme ich da jetzt großartig vorwärts. Ich bringe ja nichts, irgendwo drauf zu schießen. Oh, was ist das da oben? Ah, leider auch nicht. Ah, da geht's doch noch weiter mit den Kletterhaken. Ah, ich sehe jetzt gerade echt wenig. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann jetzt hier gerade den Monitor heller schrauben. Das wäre für mich zwar eine Lösung, aber für euch ist es halt auch blöd auf YouTube. Wo es ja eh nochmal ein bisschen dunkler ist in der Regel. Ich muss es jetzt doch jetzt hier mal finden. Es muss doch eigentlich unter Video sein. Alles andere oder General, aber da hatten waren wir gerade eben schon. Aber nur Subtitles, Gameplay, ja. Das. Oh, warte, geht's noch weiter nach oben? Nee. Ja. Da muss es ja eigentlich unter Videos sein. Color Settings, Brightness. Ah ja. Das sollte reichen. Ja, man sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Immer noch nicht ganz perfekt, aber besser. Ich sehe auf jeden Fall, dass da oben, ich kann mal ranzoomen, da ist ein Kletterhaken und da geht's weiter. Aber wie ich da hinkommen soll, ist mir ein Rätsel, wirklich. Zipline nach oben geht ja auch nicht so richtig, ne? Glaube ich.
In Tomb Raider, ging's hier jetzt, glaube ich, nicht. Ah, aua. Nee, da haben wir, glaube ich, keine Chance. Na, wir haben auch so keine Chance. Wie kommen wir denn da hoch? Hallo. Ja, jetzt bin ich wieder weg. Richtig, jetzt bin ich wieder komplett weg. Also, ich bin richtig gelaufen. Nur ich habe gerade keinen Plan, wie es weitergehen soll. Keinen blassen Schimmer. Also, als ob man so ein Tor nicht anbrennen kann. Wo geht es? Das wäre ja Hammer, wenn das gehen würde, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt eher. Auch wenn es richtig geil wäre, aber... Es sieht nicht so aus, als würde es jetzt kaputt gehen, auch wenn es brennt. Ja, genau. Jetzt ist es wieder so und ich kann es immer noch nicht... Da verändert sich halt gar nichts. Vielleicht können wir hier noch irgendwie anders lang rabbeln. Oder wir sollten mal auf die Karte schauen. Vielleicht sehen wir auf der Karte irgendwie was. Eigentlich sehe ich nichts, ne. Man kommt da runter, aber was bringt das wieder? Vielleicht ist da eine... ne, da ist irgendwie keine Höhle. Das ist gleich nur so eine Absprungsicherung. Mann, ich will das Tor abbrennen. Es kann nicht sein, dass sich so ein blödes, klappriges Holztor auffällt. Ah, meine Güte. Und da oben gibt's was. Aber wie komme ich da hoch? Hier irgendwo. Hoch, hoch, hoch. Spring. Komm, ein bisschen besser klettern. Da komme ja ich hoch. Also, jetzt RL, wenn es sowas jetzt gäbe. Ich würde, glaube ich, hochkommen. Nicht so wie dieser komische Typ hier mit seinem Flammenwerfer. Na, super. Ah, ja, ich komme ja fast hoch. Hier in echt könnte man sich doch auch irgendwie noch da hochziehen. Schade, ich habe kein RPG mehr dabei. Sonst hätte ich damit jetzt gerne mal auf diese Tür geschossen. Wenn sie da nicht kaputt geht, weiß ich nämlich auch nicht. Aber hier, die brennt doch lichterloh. Meine Güte. Ich will weiterkommen. Auch die ganze Zeit da oben diese Markierung, die mir sagt, hey, da oben gibt's was. Ich habe keinen Plan, wie ich da hochkommen soll zu dieser Markierung. Ich tippe halt auf eine weitere Kletterpartie, aber irgendwo müssen wir ja weiterkommen. Das Missionsgebiet geht auch bis hier unten, aber nicht weiter. Oh, ich glaube, ich muss hier... Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ich will da hoch, irgendwie. Irgendwie muss es doch gehen. Meine Güte. Ja, der markierte Weg wird mir so viel helfen, das gibt's gar nicht. Ich weiß, ansonsten könnte man jetzt sagen, oh, ich gehe zu mir nach Hause, wobei ich gar nicht genau weiß, wo das war. Da.
Ich will unbedingt mal wieder zu Hause vorbeischauen. Und ich will tatsächlich mal hier nochmal schauen, weil wir haben hier doch dieses. Müsste nicht eigentlich immer Geld gelagert werden irgendwo? Naja. Wir haben hier nämlich den Gyrokopter. Ja, ist ein bisschen cheatig, aber ich fürchte fast, es funktioniert nicht. Aber ich möchte es zumindest mal ausprobiert haben. Wir haben jetzt eine relativ weite Strecke zu fliegen, aber okay, egal. Eieiei. So. Fliegen wir hier mal entlang. Zum Glück geht das Fliegen relativ schnell. So. Wenn wir hier in unserer Entzugsklinik mal ankommen können. Nee, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur nicht mehr, ob das jetzt Leute von uns sind oder nicht. Oder was das alles soll. Ich sag einfach, es ist eine Entzugsklinik. Ah ja, man kommt doch tatsächlich ziemlich schnell voran eigentlich. Hier ist irgendwie was. Karma-Mission. Egal. Kein Karma für uns heute. Dadurch haben wir kein positives, aber auch kein negatives Karma. Ist doch schon mal gut. Ah, geil, die Statue da hinten. Naja. Nicht schlecht. Ja, okay, ist doch ein Stück. Ich entschuldige mich für die lange Flugzeit. Oder meine verehrten Fluggäste, in wenigen Minuten treffen wir einen am Flughafen Amita. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und bla bla bla. Da, bitte schnallen Sie sich wieder an und bla bla bla. So, uns fehlt leider jetzt der Co-Pilot, aber naja. Co-op gibt es dann mal anders wieder. Wahrscheinlich dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß noch nicht, wann ich jetzt hier aufhören will, weil ich will eigentlich noch relativ viel hier freischalten. An Skills und so weiter. Ja, muss ich mal schauen. Weil den Norden von Kyrat haben wir immer noch nicht freigeschalten. Das hätte ich eigentlich mittlerweile ganz gerne mal. So, da ist diese Amita. Ah, jetzt haben wir wieder diese hässliche Zwischensequenz. Sollen es eigentlich Reisplantagen sein, oder baut die auch Opium an? Vor allem, wenn man sich überlegt, ich bin hier eigentlich, also jetzt die Hauptperson hier, weil ich Urlaub machen will. Ja, und jetzt kämpfe ich schon hier mit und dann sind die hier die ganze Zeit wütend auf mich. Bla bla bla. Also man kann es nicht überspringen. Ja, bla bla bla, wie gut das Bolt, Klinik, ja bla 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 bla. Ja, bla bla bla. Did I speak out of turn? Should I walk 10 feet behind you with my head bowed? You really? Didn't see Kirat before the war. I was 6 years old when my parents told me I had to marry. 6! That's the world Sabal is fighting for. Wenn du mit 6 Jahren verheiratet bist, kann ich doch nichts dafür. Meine Güte, die geht mir gerade echt ein bisschen auf die Nerven. Why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Bar. But now it's the last thing we need. Jetzt bitte, lass den Gyrokopter noch da sein. Ja! Perfekt.
So, sehr gut, sehr gut. Auch wenn ich jetzt gerne mal wüsste, wie man da eigentlich langkommen würde. Okay, da sind Piraten.